Dankeschön, dass ich da sein darf. Danke, Rabea. Danke an das ganze Joel Media Team. Wir werden heute 4 der Lieblingsgerichte aus unserem Kochbuch kochen, das bald herauskommt. Es wird, wer bei den letzten 2 dabei war, die dürften 2 Gerichte kennen. Es ist aber ein bisschen was anderes drinnen. Also seid gespannt. Wir werden mit der Nachspeise anfangen. Beziehungsweise werde ich jetzt schnell noch ein Wasser aufsetzen, damit es dann auch schon fertig ist. Wir werden mit der Nachspeise anfangen, weil die einfach in den Ofen, also im Ofen noch ein bisschen backen darf. Und dann werden wir noch eine schöne Creme ganz zum Schluss machen. Und die Cupcakes, die wir machen werden, Carob-Cupcakes mit Haselnuss, die dürfen wir dann ganz zum Schluss nochmal dekorieren. Also für den Muffinteig, ich backe prinzipiell mit Vollkornprodukten bzw. Vollkornmehl, weil ich habe mir es gar nicht angeeignet, dass ich die Sachen mit normalem Weizenmehl probiere. Und deswegen, ja. Ich habe jetzt die trockenen Zutaten schon mal vorbereitet. Das heißt, es ist drin an Birkenzucker, also Xylitol. Wer es nicht kennt, ist sehr gut geeignet für Diabetiker. Xylitol heißt eigentlich Holz. Und von dem kommt es auch eben, von der Birke. Und was ich noch drinnen habe, ist Vollkornmehl und Weinsteinbackpulver. Und Vollkornmehl, Birkenzucker, Weinsteinbackpulver. Ich habe dann noch die flüssige Komponente, nämlich was ganz wichtig ist bei meinem Muffinteig, das ist jetzt Rapsöl. Und ich nehme Rapsöl, weil es einfach, also normalerweise, wenn ich koche, koche ich mit Olivenöl oder mit Kokosfett. Und beim Backen wäre mir Olivenöl aber zu, ja, der Geschmack wäre einfach zu dominant. Deswegen werden wir heute Rapsöl nehmen. Was ich noch, wenn wir das da nochmal abmessen, was ich noch zum Backen verwende, ist Mineralwasser. Es kommt immer darauf an, was ich mache. Also manchmal verwende ich auch Sojamilch. Wir werden da jetzt Mineralwasser nehmen, einfach durch das, dass es prickelnd ist. Also prickelndes Mineralwasser, kommt auch noch ein bisschen eine Luft hinein. Weil man denkt sich immer, wo, wenn man vegan backt, hat man ja keine Eier und wie der Teig dann aufgeht. Also das kommt da vorwiegend durch Mineralwasser und durchs Backpulver halt. Jetzt schaue ich nur schnell, wie viel ich da hinein tue. 250. Was noch wichtig ist, ist Zitronensaft. Ich habe früher immer so. Juhu. Ich habe früher immer Apfelessig verwendet, aber Apfelessig ist nicht so gut für den Magen und deswegen, es war auch was, wo ich gesagt habe, ich koche mit Vollkornsachen und ich koche prinzipiell mit Zitronensaft statt Essig. Da werden wir da jetzt noch einen Teelöffel hineintun, wenn ich meinen Teelöffel finde. Okay. Also circa einen Teelöffel tun wir da hinein und das Ganze durchmixen. Das ist was, das super praktisch ist bei der veganen Küche oder bei veganen Backsachen. Man braucht nicht Eier trennen, 2 verschiedene Töpfe und das dann irgendwie mischen, unterheben und schauen, dass genügend Luft hineinkommt und der Teig dann ja nicht zusammenfällt. Also zusammenfallen kann gar nichts. Wir werden das da jetzt schnell zusammenmixen. So, adele. Ah, super, danke. Das ist jetzt eine flüssige Masse. Das stört uns aber überhaupt nicht, weil es darf dann eh backen und wird dann noch fest werden. Ich habe so
Cupcake-Formen vorbereitet. Ihr könnt auch, es gibt so, wie heißt das? Silikonformen. Die sind auch richtig praktisch. Da braucht man dann nur mehr drüber spritzen mit dem Wasser und sie sind wieder sauber. Das ist auch praktisch, aber ja, alles das jetzt aufteilen. Möchtest du das da hineinschütten, gleichmäßig? Du kannst es sicher ganz gut. Dann darfst du das da drüben machen. Dann gehe ich da gleich weiter. Also, die Elfi, die darf mich heute ein bisschen unterstützen. Papa ist ausgefallen. So gut, da kocht unser Wasser für unsere, wir werden nämlich heute Mac and Cheese machen, aus dem amerikanischen recht bekannt, also Käse-Macaroni mit einer guten Käsesoße, die sich richtig zieht. Und ja, das ist was Käse. Ich war früher in meiner vegetarischen Zeit richtig begeistert von Käse und ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass das irgendwie vegan möglich ist. Und werde ich heute eine super Käsesoße zeigen, für die wir gleich was vorbereiten werden. Und zwar Wasser. Ich habe heißes Wasser und die Spezialzutat, die ich finden sollte. Ja, gefunden. Flohsamenschalen. Sehr gesund. Man sollte aber schauen, dass man nicht zu viel davon hineintut, weil es dann recht schnell gummimäßig wird. Aber wir werden das in heißem Wasser jetzt da quellen lassen. Also ich habe da Wasser vorbereitet. So. Was ist denn Flohsamenschalen? Ich habe noch nie was darüber gehört. Möchtest du darüber was sagen? Das kommt nicht von Flöhen, wie der Name vielleicht glauben macht, sondern das ist vom indischen Breitwegerich, ist das der Same, der ist extrem ballaststoffhältig und ist ein irrsinniges Quellmittel. Und das ist deswegen der Grund, dass es für den Darm, also eine Darmreinigung ist. Und es ist auch sättigend. Also wenn man abnehmen will, das füllt so richtig schön den Magen. Und es reinigt eben den Darm und man kann eben super leckere Sachen auch damit machen. Man muss nicht jede Medizin und jedes gesunde Nahrungsmittel einfach mit Wasser runterspülen, man kann auch leckere Sachen damit machen. Hat man das einigermaßen gehört? Nein? Okay. Also es hat nichts mit Flöhen zu tun und es ist gesund für den Darm. Meine Conclusion. Und es sind Flohsamenschalen, das heißt, es ist schon mehr oder weniger aufgebrochen, der Same. Wir werden das da jetzt auf die Seite stellen und quellen lassen. Das lassen wir circa 10 Minuten, Viertelstunde. Das zieht dann richtig die Flüssigkeit an und wird ein Gatsch. Also so richtig fest. Ihr könnt dann auch circa nachvollziehen, wie das dann im Darm circa ausschaut, wenn der die Feuchtigkeit anzieht, beziehungsweise die ganzen Schadstoffe. Die zieht er an und dann scheidet er sie aus oder nimmt er mit. So, Wasser brauchen wir nicht mehr. Dann werden wir so schön aufteilen, dass alles voll ist heute. In unser heißes Wasser ein bisschen Salz reintun. Ich habe heute wieder mein gutes Himalaya-Steinsalz mitgenommen. Jodiertes Salz nehme ich grundsätzlich nicht, also Salz, das zusätzlich mit Jod angereichert wird, weil es einfach, es wird von allem, es wird extrahiert von allem und dann zusätzlich wieder mit Jod angereichert und es ist einfach nicht natürlich, deswegen greife ich auf das Natürliche zurück, wo wirklich alles drinnen ist, also Jod und alle Mineralstoffe. Und damit es schneller kocht, tun wir gleich Salz rein. Das dann umrühren. So. Was ich euch noch mitgenommen habe an Rezepten, ich habe euch ja gesagt, Käse war was ich geliebt habe. Ich habe es die ersten 3 Monate gar nicht probiert, Käse zu ersetzen, weil für mich klar war, das geht nicht. Mein Käse, den kann man nicht ersetzen. Und werde heute einen Mozzarella machen mit euch. Und wir haben bei unserem Kochbuch vor allem darauf geschaut, dass wir Rezepte kochen, die
jeder machen kann. Egal, ob ich einen Thermomix zu Hause habe oder welche Küchengeräte ich zu Hause habe. Und das einzige Küchengerät, das ich mir wirklich zugelegt habe, war ein Pürierstab und ist, ich glaube, 15 Euro mit Zeit. Also, es kann jeder alle Rezepte in unserem Buch damit kochen. Also, heute gibt es eine Mozzarella. Es ist eigentlich eh kein Geheimnis, was in so einem veganen Mozzarella drinnen ist. Wir haben... Nochmal ausschalten. Wir haben Wasser. Ja. Schauen wir mal. 200. Fast. Also Wasser, ich mache es immer so, dass ich, also Wasser, wir haben prinzipiell bei Käse drei Komponenten, das heißt Wasser, Maisstärke und Agar-Agar, das ist pflanzliche Gelatine. Das mischen, am besten wenn es noch kalt ist, weil sonst fängt es zum Klumpen an. Also das ist prinzipiell, das mache ich bei jedem Käse. Wasser, Maisstärke oder Speisestärke und Agar-Agar, das Ganze aufkochen. Am besten immer wieder ein bisschen umrühren. Es fängt dann so, ich hoffe, es fängt nicht zum Flocken an, also ich zeige es euch nicht. Wenn man nicht umrührt, dann ist einfach unten die Hitze zu stark und dann kommen so Flocken hinauf und das sollte nicht sein. Also wenn man will, dass das hinhaut, dann rührt man am besten um, bis es zum Köcheln anfängt. Was ich noch drinnen habe, ist Mandelmus. Also meistens macht man den Mozzarella ja mit Mandeln. Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert. Das heißt, ich habe die ganzen Mandeln genommen, habe sie eingelegt über Nacht und habe sie dann püriert und so probiert, das zu machen. Habe dann aber festgestellt, dass es einfach am schönsten und am cremigsten wird, wenn man Mandelmus klein nimmt. Außerdem Kummi. Komme ich mit dem selbstgemachten Mandelmus einfach nicht an die Qualität von diesem Mandelmus hin. Also wir haben die eine Komponente ist Wasser, Maisstärke und Agar-Agar und zweite Komponente ist Mus, Nussmus. Ich habe bei meinen Pizzakäsen meistens Cashewmus, weil das einfach von dem Süßlichen her mir ganz gut gefällt. Und beim Mandel, also beim Mozzarella habe ich Mandelmus. Dann haben wir was noch dazu kommt. Teelöffel haben wir da jetzt gekriegt. Super, danke schön. Ah, das geht schnell. Dann werde ich da noch ein Brett besorgen. Wenn das aufgekocht ist, schiebe ich es meistens von der Herdplatte, beziehungsweise stelle es dann auf ein Brett, damit ich es dann mit den anderen Zutaten mischen kann. Damit ich das nicht übersehe und es nicht vorher zum Klumpen anfängt. Also, wir haben jetzt unsere aufgekochtes Wasser. Dann die dritte Komponente sind Gewürze. Beim Mozzarella habe ich jetzt Salz, Zitronensaft und das war's. Und das, ich sag, beim Mandelmus ist es so, dass es eh schon so cremig ist, dass man es eigentlich nicht mehr durchmixen bräuchte. Wenn man es aber ganz cremig haben möchte, kann man es dann mit dem Pürierstab noch einmal durchmixen. Das sollte man darauf schauen, dass man das Ganze recht zügig macht, damit die Maisstärke bzw. das Wasser nicht vorher abbindet oder das Ganze fest wird. Das heißt, wir haben da jetzt unser Mousse. So, dann haben wir ja. Ich nehme mal einen halben Teelöffel.
Wir können dann nachher noch abschmecken und einen halben Teelöffel Zitronensaft, das Ganze vermischen. Jetzt werde ich noch schauen, ob ich da ein Glas habe. Ja, magst du mal kurz schauen, das war super. Also, wir haben da jetzt unsere, ich weiß nicht, ob ihr das da gut seht, ich werde es gleich umfüllen. Man kann das Ganze als Soße verwenden, kommt jetzt darauf an, welche Gewürze man drinnen hat. Beim Pizzakäse nehme ich dann meistens, beziehungsweise wir werden jetzt dann gleich noch den Käse für die Macaroni machen. Da habe ich dann Paprikapulver drinnen. Und also es kommt immer darauf an, was man dann zum Würzen hineintun möchte. Die Komponenten kommen dann jetzt alle dazu. Ich werde es jetzt noch abschmecken, ob es wirklich so schmeckt, wie ich es gern haben möchte. Sehr gut. So, das Ganze dann. Vielleicht habe ich da. Nein. Wow, sehr schnell, super. Also das Ganze in Gläser füllen. Ich habe meistens. Kleine Runde, also ich kann euch gleich zeigen, wie es fertig ausschaut. Ich habe sie schon fertig abgefüllt. Einfach. So. Außen. Gell? Einfach umfüllen und das darf jetzt ein bisschen heraus und kalt werden und ich stelle es dann meistens in den Kühlschrank und im Kühlschrank darf es dann 2 bis 3 Stunden wirklich hart werden. Wenn das Ganze, so, ich stelle es dabei daher. Das darf da stehen. Dann mein Messer. Ah. So. Ich werde euch das jetzt gleich zeigen, wie das dann ausschaut. Also es wird wirklich im Kühlschrank fest, sehr fest. Ich schaue dann, dass ich mit einem scharfen Messer auf der Seite einfach die Luft rauslasse, beziehungsweise das Luft rundherum kommt. Und das kann man dann einfach stürzen. Ich schaue jetzt halt fest. Und ist fest. Das heißt, er ist dann wirklich schnittfest. Den kann man dann ganz normal abschneiden. Und mit Tomaten und Basilikum schön anrichten. Wir werden das dann, die Elfi darf das jetzt dann schön schneiden und anrichten. Du schaffst das, du machst es gut, damit wir das dann nachher kosten können. Möchtest du da drüben schneiden? Das kriegst du gleich. So. Also zu guten Tomatenmozzarella gehört Tomaten und Basilikum hinten. Ja, das ist ein gutes Messer. Okay, also Tomatenmozzarella hätten wir. Und jetzt machen wir unsere leckere Käsesoße. So. Da, schau. Schnell schauen, dass meine Schürze nicht davon rutscht. Also für unsere Käsesoße brauchen wir wieder Wasser. Dann habe ich, bei der Käsesoße ist jetzt nicht so wichtig. Moment. Wasser, das lässt noch auf sich warten. Ist nicht so wichtig, dass ich es aufkoche, weil es wird dann noch mit den Nudeln gemischt. Also ersparen wir uns
Kochplatte. Ich werde es ganz normal in einer Schüssel anrühren. Auf die Nudeln müssen wir leider noch warten, das heißt, das machen wir dann später. Aber ich zeige euch die Käsesoße jetzt schon mal. Das heißt, wir haben dann, wo steht meine Mengenangabe? Wasser. So. Wasser. Bei der Käsesoße bin ich nie so genau mit der Menge. Am liebsten mehr Soße, weniger Nudeln und ganz viel Käse. Also wir haben da unsere Flohsamen, die schauen wir jetzt nochmal an. Das ist richtig gattig. Also richtig so, wie wir es haben wollen. Genau. Gibt es in so großen Packungen. Man kommt ewig aus damit. Das haltet normal, ich glaube, bis 2016, wenn man es jetzt kauft. Okay, also Komponenten haben wir wieder Maisstärke drinnen. Man kann, wenn man einen Thermomix hat, natürlich die frischen Zutaten hineintun. Also statt Speisestärke zum Beispiel eine halbe Kartoffel und statt Zwiebelpulver eine halbe Zwiebel und Knoblauch. Ich mag es gern, wenn es alles recht cremig ist und ich habe keinen Thermomix zu Hause. Und mit meinem Pürierstab würde ich auch so Stückchen haben. Wenn das nicht stört, dann kann das natürlich auch mit dem Pürierstab dann machen. Ich habe jetzt drinnen Maisstärke, dann habe ich Hefeflocken. Irrsinnig, irrsinnig gesund. Also ich habe die ersten 4 Monate vegan nur nach einem Kochbuch gekocht, wo das nicht benutzt wird und habe nicht gewusst, wie gut Hefeflocken eigentlich sind. Und Elfi hat uns zwar, wir waren immer bei Elfi einkaufen, jede Woche, sie hat uns schon erzählt von Hefeflocken, aber alles, was wir nicht für unser Kochbuch gebraucht haben, ist so uninteressant gewesen für uns. Aber irrsinnig gesund, also seitdem ich Hefeflocken kenne, ich liebe sie. Und haben alle B-Vitamine bis auf B12 natürlich und sehr, sehr, sehr gesund. Also wir haben da jetzt dann noch Cashewmus drinnen, dann Paprikapulver, Knoblauchpulver und Zwiebelpulver. Das werden wir da alles mischen. Ich glaube, wir werden aber nochmal die gleiche Menge machen. So. Weil uns das zu wenig ist. Also wir wollen mehr Soße. Das heißt 200 super. Dann ein Löffel. Also bei so Mengenangaben, ein Teelöffel, ein Esslöffel ist immer vage. Wenn ich Speisestärke nehme, ist meistens bei Speisestärke bin ich nicht so genau. Bei Agar-Agar bin ich meistens sehr genau. Und bei Hefeflocken ist es meistens ein Esslöffel mehr. Das ist dann so. Da braucht man zum Beispiel 4 Esslöffel Hefeflocken. Und bei mir ist es dann immer gerade so schön, schön viel, weil Hefeflocken einfach den Käsegeschmack erst richtig ausmachen. Also da ist es dann nicht so genau, falls der Löffel abrutscht und ein bisschen mehr hineinkommt. Also wir haben drinnen Speisestärke, Hefeflocken, Zwiebelpulver. Also fast in jeder veganen Küche sollte man Zwiebelpulver und Knoblauchpulver zu Hause haben. Das ist einfach toll und wichtig. Ja, bitte. Knoblauchpulver.
So. Und Paprikapulver, edelsüß. Ihr könnt auch einen, wenn ihr einen Thermomix habt, eine Paprika nehmen, eine ganze Paprika. Das kriegt dann auch dann richtig schön die rote Farbe dadurch. Rote Paprika sind ja irrsinnig reich an Vitamin C. Ich liebe rote Paprika. Und wie ich gehört habe, dass grüne Paprika eigentlich nicht gut sind, habe ich mich auch noch mehr gefreut, weil das ist so die Bestätigung. Du kannst ganz viele rote Paprika kaufen, weil sie sind ganz gesund. Meine Mama hat immer gesagt, wir müssen alle Paprika aufessen. Also alles. Und hat dann oft auch nur ganz grüne Paprika zu Hause gehabt. Also, grüne Paprika. So, ein Teelöffel. Dann haben wir noch Zitronensaft. Und was ich noch drinnen habe, ist Butter. Das macht das Ganze einfach gerade ein bisschen cremiger. Jetzt schnapp mein Wasser da. Also Butter, pflanzliche Margarine. Mittlerweile ist es für mich schon so natürlich, dass Milch bei mir automatisch Sojadrink ist und Butter pflanzliche Margarine. Also wenn ich von Butter spreche, dann spreche ich von einer veganen. Also da kommt dann noch unsere Butter hinein. Die werden wir dann noch brauchen zum Einfetten vom Blech. Wir machen das heute auf einem großen Blech, damit wir eine große Masse herstellen können. Und unsere Flohsamen kommen da auch noch hinein. So. Fast. Okay, dann schaue ich noch schnell. Ah, super. Löffel kommt nicht hinein. Wir werden ihn heute mal raustun. Ich glaube, es schmeckt besser ohne. Also Wasser ist drinnen, Paprikapulver, Mandelmus. Mandelmus habe ich jetzt nicht. Das tun wir auch noch hinein. Mandelmus, Zitronensaft, Salz. Zitronensaft ist drinnen, Salz tun wir noch rein. Mandelmus. Tja. Super. Knoblauch, Zwiebelpulver, Hefeflocken, Speisestärke und Butter. Das Ganze einfach durchmixen mit dem Pürierstab und unsere Käsesoße ist fertig. Das heißt, wir können sie dann abschmecken, ob wir noch irgendwas brauchen. Aber ich denke mir, das wird uns gut schmecken. So, also unsere Käsesoße ist fertig. Wir werden jetzt da unsere Makaroni dabei kochen und das Ganze dann mischen. So, das darf dabei da warten. Also ich habe gesagt, ich koche eigentlich ausschließlich Vollkorn. Das ist bei den Nudeln das Gleiche. Was ich bei Spaghetti besser finde, sind Sojaspaghetti. Also das ist mein Liebling. Aber sonst greife ich meistens auf Vollkornsachen zurück. Und die gibt es auch mittlerweile überall zu kaufen. Das heißt, man kann auch beim Aldi oder Lidl gute Vollkornsachen kaufen.
Na gut. So. Das darf da jetzt kochen. Die brauchen wir nicht. So, ich habe euch noch was ganz was Gesundes mitgenommen, und zwar Maki, Karotten-Maki. Ich liebe sie. Also wenn jemand ganz gesund essen möchte und vielleicht vorher ein bisschen Schokolade gegessen hat und ein paar Kalorien verbrennen möchte, es ist Low-Carb-Maki. Also es sind wenig Kalorien. Wir haben nämlich den Reis durch Karotten ersetzt. Ihr könnt es für Sushi, Maki-Sushi, genau. Ich habe, mein Mann hat früher immer für mich gekocht, das heißt, ich koche eigentlich noch nicht so lange. Und wie ich meinen Mann kennengelernt habe, war er der Koch und er war mein Maki-King, er hat immer Maki gemacht. Und seitdem wir uns aber vegan ernähren, bin ich die Köchin zu Hause und habe das übernommen. Die Maki-Königin. Nein, ich hoffe, es schmeckt gut. Also für unsere Karottenmischung, für unsere Sushi-Mischung haben wir heute wieder Mousse. Das heißt, wir haben statt Reis Karotten. Die sind einfach jetzt schon geschält und geraspelt. Ihr könnt sie dann noch extra klein hacken, wenn ihr sie noch kleiner haben wollt. Ist aber an und für sich nicht nötig. Wir haben dann noch, muss ich nur schnell da meinen Schummelzettel holen. So. 5 Löffeln. So, also wir haben Sesamöl. Dann haben wir dabei Cashewmus. Ich liebe Cashewmus. Also ich bin sehr froh, dass Cashewmus, dass Cashewkerne ganz gesund sind. Da. So, zwischendrin einmal umrühren da. Gut. Also wir haben so Cashewmus. Super, dankeschön. Also definitiv, ich brauche mehr Löffel. Cashewmus, 2 Esslöffel. Also wir werden das jetzt so. Genau. 2. Wir haben die doppelte Menge, also ich bin nicht so geizig mit meinem Mousse. Und dann haben wir wieder Zitronensaft drinnen und diesmal ein bisschen mehr, damit das Ganze wirklich ein bisschen eingeweicht wird. Und Zitronensaft ist auch gut, damit wir die guten Stoffe von dem Beta-Carotin aus den Karotten auch rausziehen können. So, jetzt haben wir Schnitt 3. So, Adele. Und Salz, gutes Salz. Wenn auf meinem Rezept steht eine Prise, wenn ich doppelte Menge mache, sind es dann 2? Sind nicht so genau, oder? Das Ganze gut durchmischen. Ich werde das jetzt dann. Meinen Händen machen. Also in unserer Karottenmischung, in unserer Reismischung, in unserer Maki-Mischung sind Karotten drinnen, Cashewmus, Zitronensaft, Salz und Sesamöl. Das Ganze gut verrühren oder gut zusammenkneten.
Möchtest du mal schauen, wie es den Zweien geht? Okay. Was ist fertig? Okay. Habe ich gesagt, wie lange sie drinnen sein müssen? 40 Minuten. Also die Muffins werden wir 40 Minuten in den Ofen geben. Bei 180 Grad. Das Ganze darf man da jetzt ein bisschen gut zusammenkneten. Ich lasse es dann auf der Seite stehen, damit es ein bisschen anziehen kann. Ich habe schon vorbereitet, ihr könnt theoretisch eure Makis mit allem füllen, was ihr gerne habt. Ich habe heute Avocados mitgenommen, Frühlingszwiebeln, also Jungzwiebeln, Gurken und ja, Karotten haben wir ohnehin schon in der Füllung. Und was ich euch noch mitgebracht habe, sind frische Sprossen, die einfach pures Leben beinhalten und gut an Nährstoffen sind. So. Das Ganze einigermaßen gut durchgeknetet. So. Also unsere Karottenmischung, jetzt schaue ich schnell, wo wir in unserem Plan sind. Unsere Nudeln köcheln da dahin. Wir werden die da auf die große Kochplatte stellen. Damit das da schön köcheln darf. Okay. Möchtest du kochen? Ja. Schauen wir mal, ob das da oben geht. Olivenöl. Ja, ich habe euch noch für die Füllung für die Maki was ganz Leckeres mitgebracht. Und zwar Räuchertofu gefüllt mit Kräutern und einmal gefüllt mit Mandeln. Ich habe festgestellt, Tofu gibt es sehr viel und es gibt auch viele, die mir überhaupt nicht schmecken. Also da bin ich ganz ehrlich, ich habe einen Liebling gefunden für mich. Das ist der Taifun-Tofu und das ist einfach die Königsklasse. Und den werden wir einfach kurz in Öl anrösten. Na, also in ein bisschen Öl. Ich nehme meistens beschichtete Pfannen, weil ich hasse es, wenn ich am Pfannenboden herumkratzen muss. Und das macht mir keine Freude. Und ich glaube, euch auch nicht. Was ich verwende, ist eine Keramikpfanne. Teflon, Tefal, Tefal, Teflon. Das gleiche, Teflon, mag ich nicht. Ist nicht gesund und von dem her. Teflon? Tefal? Teflon. Doch, irgendwas. Gibt giftige Stoffe, gibt giftige Stoffe ab. Wenn es erhitzt wird, dann. Also du darfst es dann da aufteilen. Wenn das Ganze fertig gebrutzelt hat, werden wir dann. Werde ich euch zeigen, wie man so ein Maki rollt. Und den Rest darf dann entweder mein Mann machen, wenn er schon da ist, oder ich werde Elfi das dann lernen. So. Da, haut schon besser hin da mit meinen Nudeln. Genau, das auf jeder Seite schön knusprig ist, du kannst die fertigen dann da drauf tun. So, mein Plan. Die Nudeln kochen wir nicht ganz durch, weil sie ja dann in den Ofen kommen und dann so und so noch einmal Soße anziehen sollen. Das heißt, wir brauchen sie jetzt nicht zerkochen. Ich werde sie aber bissfest kochen, also sie dürfen noch ein bisschen köcheln. So. Dann werde ich euch die Creme bzw.
Wir werden zu unseren Cupcakes, zu unseren Haselnussmuffins eine Karob-Creme machen. Ich habe früher sehr viel Schokolade gegessen und das war für mich auch ein bisschen so mehr oder weniger Sucht. Und ich wollte das nicht. Wie wir angefangen haben, vegan uns zu ernähren, haben wir auch begonnen, dass wir auf Zucker verzichten und wirklich auf Weizenmehl und viele Sachen. Und für mich war Schokolade einfach etwas, erstens war viel Zucker drinnen und das haben wir uns dann gespart. Und zweitens ist es nicht gut für den Körper, dass ja auch, also wir haben dann auf Kaffee auch verzichtet und auf Schokolade, weil es einfach aufputschend ist oder es hält die Stimmung auf und alle Sachen, die den Körper irgendwie manipulieren, wollte ich dann einfach nicht mehr. Also wir werden heute mit Karob backen. Schmeckt etwas anders, aber es gibt mir einfach das Gefühl, ich habe noch meine Schokolade. Weil es einfach vom Ausschauen her auch ziemlich gleich ist und man kann es gleich verwenden. Kakao, es hält die Stimmung auf und für mich ist es einfach, und man muss auch sagen, bei der Herstellung von Kakao, erstens, wo kommt es her, müssen Kinder dabei arbeiten, und die andere Komponente ist, sie müssen es zum Trocknen, diese Kakao, den Kakao auf den Boden auflegen und in der Sonne trocknen, und da laufen ganz viele Krabbeltiere auf dem Boden herum. Und einen gewissen Prozentteil dürfen sie aber drinnen haben im Kakao. Das heißt, du hast, wie viel Prozent? Ziemlich viele, also weiß ich nicht genau, aber zu viele. Einen gewissen Prozentsatz, der darf drinnen sein. Das heißt, du isst eigentlich beim Kakao auch Krabbeltiere mit. Also, und dort in den Ländern, wo Kakao hergestellt oder abgeerntet wird, ich glaube, es gibt dort viele Tiere, die... ja, ich nicht in meinem Essen haben möchte. Wir haben in unserer Schokolade, also wenn ich Schokolade herstelle, habe ich meistens auch Mousse, Kakaobutter, hat in dem Sinn, also das ist die Komponente, mit der man generell Schokoladen herstellt, und wenn man normale Schokolade hat, wird dann zur Butter dann eben der Kakao dazu gerührt, was dann die Schokolade ausmacht. Das heißt, wenn zum Beispiel ich eine 80-prozentige Schokolade habe, ist dann 80% Kakao drinnen. Das heißt, ich habe Kakaobutter, die werde ich jetzt dann heiß machen, wenn unsere Nudeln fertig sind. So. Obwohl ich kann... die man benötigt, um Schokolade herzustellen. Was ja. Ist das, Kakaobutter? Ich meine, auf der einen Seite ist Kakao ungesund, es ist keine Kakaobutter. Es ist Kakaobutter. Ja. Es ist nicht das, was getrocknet wird, sondern aus einem anderen Teil dieser Kakaopflanze hergestellt. Ich habe mich jetzt nicht so genau damit beschäftigt, aber es ist nicht der Teil, der dann auf den Boden gelegt wird, okay, und getrocknet wird. Okay. Das heißt, es ist so wie das Fett. Ja. Also die ungesunden Tiere oder die die sind dann nicht dabei. Keine Bedenken damit. Ich werde es dann nur kurz zum flüssig machen, zu dir da auf die Platte dazustellen und hoffen, dass beide gleichzeitig funktionieren. Dann, was ich noch dazu gebe, also die Kakaobutter darf jetzt flüssig werden, nicht heiß, flüssig. Einfach aus dem Grund nicht heiß, weil ich dann zu lange warten muss, bis sie wieder kalt ist. Und sie wird eigentlich relativ schnell bei Zimmertemperatur, ein bisschen mehr, wird sie dann eh schon flüssig. Was ich dazu gebe, ist Vanillepulver. Man könnte auch eine ganze Vanilleschote nehmen und die dann auskratzen. Aber ich finde Vanillepulver einfach super praktisch, weil ich kann es im Großen. Ich kann es schon so kaufen und brauche es nur mehr drüber streuen. Und Nährstofftechnik
technisch ist das Gleiche. Vanillepulver, dann habe ich drinnen Haselnussmus, weil wir haben hier unten drunter in diesem Muffin unsere Haselnuss, unsere gemahlenen Haselnüsse drinnen, was ich vorher vergessen habe, also zum Vollkornmehl haben wir noch gemahlene Haselnüsse drinnen und jetzt Haselnussmus und Mandelmus. Das heißt, wenn man generell Schokolade herstellen möchte, kann man zum Beispiel auch nur Mandelmus nehmen und dann Goji-Beeren hineinleeren zum Fertigen oder Nüsse hineingeben oder was man auch immer in der Schokolade drinnen haben möchte. Dann habe ich noch drinnen eine Prise Salz und Agavendicksaft. Nicht viel, aber man kann, wenn man es sehr süß haben möchte, natürlich dann ein bisschen mehr Agavendicksaft hineingeben. Ich mag Agavendicksaft sehr gerne zum Süßen. Vor allem, wenn es eh flüssig sein sollte, ist es gut. Beim Backen verwende ich meistens Xylitol oder Ursüße, also Birkenzucker. Jetzt schauen wir, wie es mit unserer Butter ausschaut. Ja, dann nehme ich es weg, ist schon heiß genug. Ist das ganz auftrat? Okay. Okay, also unsere Butter darf jetzt flüssig werden. Ah, da ist mein Brett. Super. Super. Dann schauen wir, wie es unseren Nudeln geht. Nudeln. So, eine Schüssel für mich. Ein bisschen lassen wir sie noch drinnen. Unsere Kakaobutter ist fast flüssig. Wir müssen es, glaube ich, eh nicht aufschneiden. Und die wichtigste Komponente natürlich, Karob. Da schaue ich schnell, dass ich da weiß, wie viel da hineingehört. 15 Gramm. Nicht so viel. Wir nehmen die jetzt für die Creme, das heißt nachher werden wir mit der Schlagcreme, ich habe eine vegane Schlagcreme mitgenommen, die ohne E's und so weiter auskommt. Ich habe endlich eine gefunden, habe aber zu Hause auch einen großen Vorrat angelegt, weil meistens es vorkommt bei der Firma, dass sie einfach schnell vergriffen ist. Und wenn ich es nicht für die Creme verwende und Schokolade machen möchte, jetzt schaue ich schnell, wo meine Kühltasche ist. So. Juppa. Wenn ich es nicht als Creme verwende, sondern Schokolade mache, es gibt ganz viel, man kann es natürlich auch in Eis Förmchen hineinschütten oder was man zu Hause hat. Ich habe zum Beispiel mit meinem Sohn, mit meinem vierjährigen Sohn im Lego-Shop so Lego-Eiswürfelförmchen gefunden und dann dort die Schokolade hineingefüllt und er liebt sie. Ich glaube nicht nur, weil es Schokolade ist, sondern auch, weil es die Lego-Form hat. Also ihr könnt, wenn ihr Schokolade machen wollt, ich gebe immer gerne noch einen Esslöffel oder ja, ein Esslöffel Kokosöl oder Kokosfett dazu. Aber in dem Fall machen wir so und so Creme daraus, das heißt, das können wir uns sparen. So, unsere Kakaobutter ist jetzt flüssig und wir rühren jetzt einfach unsere ganzen Zutaten dazu und dann darf das Ganze abkühlen, damit wir dann nachher ganz zum Schluss, wenn unsere Käsemakaroni fertig sind, nein, ich hoffe, unsere Muffins, unsere Cupcakes, die Muffins dann mit Creme dekorieren, also sie zu Cupcakes machen. Beim letzten Kochkurs ist
jemand auf mich zugekommen und hat mich aufgeklärt, dass ich Cupcakes dazu sagen muss, weil das ist so. Wenn der Muffin eine Cremehaube hat, dann heißt er Cupcake. So, also. Warte, den brauche ich noch. Das Ganze gut verrühren. Ich werde es da jetzt noch einmal. Geht's nicht mehr? Aber du kannst auf die Platte da herüberkommen. Na, dann mag sie nicht mehr. Die sind ohnehin gleich fertig. So. Das Ganze da noch gut verrühren. Wir werden das mit der Schlagcreme dann richtig gut aufschlagen. Das heißt, ich werde jetzt dann das Ganze noch einmal in ein Gefäß hineinschütten und dann mit dem Pürierstab gut, das geht gescheit, hä? Noch einmal gut durchmixen, damit es wirklich schön cremig ist. So. Irgendwo habe ich ihn. Ah. Muss so sein. Das Ganze da umfüllen. Wenn ich es nicht im Topf lasse, dann hat es auch den Vorteil, dass es schneller auskühlt. So. Meinen Pürierstab. Wir wollen natürlich keinen Käse in unseren Muffins. Deswegen werden wir das da schnell abwaschen. So, machen wir da noch kurz mein heißgeliebtes, teures Küchengerät. Das Ganze schön cremig rühren. Warte, tauschen wir kurz. Ja. Brauche ich das Kabel nicht da hinüberzerren. Also das Ganze schön cremig durchmixen, damit sich das Ganze schön verbindet. Wenn die Kakaobutter noch warm ist, dann hat es auch den Vorteil, dass die anderen Zutaten ein bisschen flüssig werden und das Ganze schön cremig wird. So, gut. Perfekt. Also unsere Kakaobutter ist fertig. Unsere Kakaobutter. Unsere Karob-Schokolade. Die darf jetzt da auskühlen. Und jetzt machen wir unsere Macaroni fertig. Schwupps. Also wir werden das heute in einem großen Backblech machen. Ein bisschen das sauber machen. So. Unsere gute Schokolade. So. Haben wir ein Sieb unten? Wir müssten, beziehungsweise wollt ihr den Topf mit runternehmen und das bitte einmal abseihen. Geht das? Super, danke schön. So, das brauchen wir nicht mehr. Gut. Also, während wir auf unsere Nudeln warten, auf unsere Vollkorn-Makaroni, ich nehme, Makaroni sind die mit den Löchern drinnen, die nehme ich irrsinnig gerne für Käseaufläufe, weil sie einfach in diesen Löchern den Käse gut aufnehmen und das Ganze dann. Man kann es natürlich mit allen Nudeln machen, die man zu Hause hat. Wenn ich keine Makaroni zu Hause habe, nehme ich Maschal-Nudeln oder Fusilli oder was auch immer. Aber mit Makaroni schmeckt es einfach am besten. In dieser speziellen Küche sind
Nein, es dürfen Männer natürlich auch kochen. Also die Frauen freuen sich, wenn die Männer kochen. Das ist sehr erwünscht, gell? Also mein Mann hat jetzt auch gesagt, ja, wenn wir dann zurück sind aus Stuttgart, dann kann auch ich einmal kochen. Ich sage, ja, nehme ich gerne an. Ah, wir haben da sogar abgewaschene Löffel. Super. Also wir werden das Ganze mit Butter einfetten. Naja, nicht so viel. Damit einfach unsere Käse-Makaroni dann wieder schön vom Blech runtergehen. Ich nehme meistens eine Auflaufform, also die gerade abgewaschen und damit zu Hause steht. Meistens sehr viele. Also es ist generell sehr egal, welche man nimmt. Hauptsache sie ist ofenfest. Und dann geht das schon. Also schön einschmieren. Das sperrt sich jetzt ein bisschen. So. Dann werden wir unsere fertigen Nudeln, super. Dankeschön. Unsere fertigen Nudeln mit der Soße mischen. So. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Super. Das Ganze gut mischen im Topf. Und dann also gut, durchrühren, den ganzen Gatsch. Er muss noch nicht fest sein, unser Käse muss noch nicht fest sein. Dadurch, dass er durch die Hitze im Ofen, durch die Maisstärke das Ganze dann fest wird und die Nudeln auch noch ein bisschen von der Feuchtigkeit aufnehmen, wird das Ganze schön fest. Und die Flohsamen, die dann auch noch heiß werden durchs Backen, die kriegen dann diesen typischen, was man vom Käse kennt, wenn sie sich so ziehen lässt. Also wir werden das jetzt da schön in unser Backblech aufteilen. Es ist ein sehr schnelles Gericht. Also wir haben heute viele Sachen, die wirklich schnell gemacht sind, wo man nicht lange braucht und es auch lecker schmeckt. Also gut aufteilen. Ich mag das richtig gerne, wenn man das auf der obersten Schiene im Backrohr entweder 5 Minuten, 10 Minuten, bevor es fertig ist oder gleich von Anfang an, damit es richtig schön knusprig wird. Ich liebe es, wenn dann die Nudeln so richtig, also sie sollen nicht schwarz sein. Das nicht. Immer wieder schauen, sonst muss man es dann hinuntergeben in die unteren Schienen. Aber ein bisschen knusprig und ein bisschen braun dürfen sie schon werden. Also unsere Soße da schön verteilen. So. Und dann darf ich sind unsere Muffins schon fertig? Ah, super. Dann bitte 30 Minuten bei 220 Grad. Ober- und Unterhitze? Recht weit oben. Okay, super. Unsere Muffins sind fertig. Jetzt können wir da fertig. Möchtest du noch was machen? Also wir machen jetzt unsere Makis. Du darfst mir jetzt helfen, Avocados schneiden. Warte, das Brett habe ich da jetzt unter den Topf gestellt. So. Ich liebe Avocados. Wenn ihr Avocados kauft,
Schaut, wo ihr sie kauft und schaut, wie sie ausschauen, wenn ihr sie kauft. Ich kaufe sie meistens, wenn sie grün sind. Die habe ich jetzt schon stehen gelassen zu Hause, das heißt, sie waren vorher auch grün. Sie sind dann zwar noch nicht ganz reif, aber der Vorteil ist, sie können dann bei mir zu Hause reif werden, aber die Leute greifen sie nicht an und drücken hinein, ist die Avocado schon gut? Und bis ich sie dann kaufe, haben dann wahrscheinlich schon 15 Leute die Avocado getestet und genau dort, wo die Leute hineindrücken, habe ich dann meine braunen Stellen. Also, auf was ich noch schaue, ist, dass der Strunk, Stiel, wie auch immer, noch dran ist. Wenn er nicht mehr dran ist, fängt sie schneller da zu schimmeln an, beziehungsweise wenn ich das anschaue, kann ich vorher schon sehen, bevor ich die Avocado kaufe, ist sie überhaupt schon schimmelig? Muss ich mir das antun, dass ich sie kaufe, viel Geld dafür ausgebe und dann da zu Hause zwei Tage später draufkomme, meine Avocado ist schlecht. Also ein gutes Zeichen, ist sie gut oder ist sie schlecht? So. Wenn ihr eine Avocado nicht ganz aufbraucht, ist es ganz hilfreich, wenn ihr sie in den Kühlschrank tut, hebt den Kern auf. Egal, ob ihr jetzt eine Guacamole macht, also eine Avocado-Creme oder die Avocado so wieder in den Kühlschrank tut, wenn ihr den Kern wieder hineinsteckt, dann bleibt es länger frisch. Also einfach Kern wieder reinstecken. Wenn ihr eine Guacamole gemacht habt, einfach den Kern dann in die Guacamole reinstecken, Folie drauf in den Kühlschrank geben. 3 Tage. Normal überhaupt kein Problem. Also wenn sie länger hält, habt ihr Glück, aber ihr solltet das Essen sowieso schneller aufbrauchen. Frisch sind sie natürlich noch besser. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns sind die Avocados vom Lidl die besten. Wenn ich dort eine Avocado kaufe, dann ist immer so hin und her. Ich weiß schon, wo ich hingehen muss, damit ich wirklich Avocados kaufe und sie auch verwenden kann. Okay, also wir dürfen... Du darfst. Dankeschön. Sehr gut. Wir werden unsere Avocado da jetzt schälen. Elfi wird das da jetzt schneiden. Ich werde mir da nur eine kurz aufschneiden, damit ich euch zeigen kann, wie ich die Makis rolle. Und den Rest darf Elfi derweil schneiden. So, Mistkübel. Schön. Und einen Teller. Nein. Okay. Na, passt schon. Wir werden das Ganze dort dabei herstellen. Darf ich dir das dabei schon geben? Dankeschön. Also das Ganze in Scheiben, mehr oder weniger Scheiben schneiden. Bei Avocados in Scheiben schneiden ist immer, ja, man hat mindestens ein Loch. Also ist nicht so genau. Wir werden mir die jetzt da auf die Seite legen, damit du das Brett zur Verfügung hast zum Schneiden. Einfach in schöne Stückchen. So, was wir noch für unsere Avocados, sage ich. Makis, Karottenmakis brauche, ist weil ich das jetzt da nicht voll gatschen möchte, voll machen möchte, lege ich was drunter. Das braucht ihr normalerweise nicht, wenn ihr einen schönen Fetzen zu Hause habt. Eine Bambusmatte oder eine Matte zum Rollen. Es gibt spezielle Bambusmatten, die kann man kaufen. Also dort, wo ihr die asiatischen Sachen im Geschäft kaufen könnt, findet ihr meistens auch so Bambusmatten. Das war einmal ein Set. Also bei mir wird immer das verwendet, was ich gerade zu Hause habe. Ich habe es ein bisschen kleiner geschnitten, es lässt sich gut rollen. Es schaut fast aus wie eine Bambusmatte. Also man braucht es nicht extra zulegen. Also eine Bambusmatte, ich habe das, meine Bambusmatte gleich praktisch in die Größe geschnitten, in der meine Algenblätter, meine Nori-Blätter sind. Nori-Blätter sind sehr gut, vor allem als Veganer, dass man die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren auch aufnehmen kann. Also gerade die Algen, wenn wir keinen Fisch essen, können wir trotzdem durch die Algen die guten Sachen aufnehmen. Und ich finde, ich habe früher als Vegetarin auch ab und zu Fisch gegessen.
weil ich einfach diesen Fischgeschmack geliebt habe. Aber durch diese Algenblätter habe ich wieder mein Fischgefühl. Also wir werden auf ein Algenblatt circa, so, das brauchen wir nicht mehr, circa eineinhalb Esslöffel in die untere Hälfte, auf die untere Hälfte geben. So. Das Ganze schön aufteilen. Ich werde euch das gleich zeigen, wenn ich das da aufgeteilt habe, damit ihr euch das anschauen könnt. Schön unten aufteilen, gleichmäßig. So. Du brauchst eh nur mal zwei Avocados aufschneiden. Wir schauen, ob wir sie brauchen, alle. So, ich versuche euch das jetzt zu zeigen, ohne dass mir das Ganze davonläuft. Das Ganze in der unteren Hälfte circa schön gleichmäßig verteilen und dann in der Mitte mit den Zutaten schön füllen, die man haben möchte. Also ich habe jetzt meine Gurke und meine Frühlingszwiebel schon schön maki in der Größe geschnitten und werde dann immer einmal Gurke, einmal Frühlingszwiebel und Avocado, die habe ich da hergelegt. Ja. Warte kurz. So. Bei Avocados bin ich auch nicht sparsam. Also da darf ruhig ganz viel Avocado drauf. Schön gleichmäßig verteilen auf dieser Karottenmischung in der Mitte. Und dann mein, ich liebe ihn, Räuchertofu. Also einmal eine schöne Wurst. Ich zeige euch das nochmal. Also schön unten gleichmäßig verteilen und in der Mitte dann alle Zutaten, die man gerne haben möchte. Man kann natürlich dann auch, siehst du das? Paprika oder bitte fügen Sie hier Ihr Lieblingsgemüse ein oder Ihre Lieblingszutat. Und beim Rollen, ich stelle mir dann meistens ein kleines Schüssel Wasser dazu und etwas zum Bestreichen. Das ganze Blatt einmal drüber kippen mit dieser Bambusmatte in der Hand, fest andrücken und dann zusammenrollen. Auf der Seite kann man dann ruhig auch ein bisschen hineindrücken. Ich schaue, dass ich mit den Fingern, wenn ich das Ganze roll, so, ich zeige euch das jetzt nochmal, wenn ich das Ganze roll, schaue ich einfach, dass ich dann unten, da unten mit meinen Fingern schön hineindrücke, damit alles, was ich nicht schön rolle, einfach unten noch einmal richtig schön hineingedrückt wird. Ich habe eh noch ein bisschen Spiel da, also das darf dann ruhig mit ein bisschen Druck fest zusammengerollt werden und ich lasse dann circa einen Zentimeter von meinem Algenblatt stehen. Das streiche ich mit Wasser ein und rolle es dann fertig zusammen. Das tue ich mir nicht an. Es ist für mich einfach, ich habe einen super guten Räuchertofu gefunden und man kann ihn natürlich selbst zu Hause herstellen, aber für mich, ich habe nicht so viel Zeit, dass ich, und ich greife dann lieber auf meinen Lieblingstofu zurück. Also das ist jetzt unsere fertige Maki-Rolle. Die werden wir jetzt einfach auf die Seite legen, beziehungsweise ich könnte die schon gleich anschneiden, damit ich euch das zeige. Warte, brauche ich noch ein Brett. Du hast aufpasst. Was, weißt du jetzt, wie man Makis rollt? Okay. Also. Also unsere Maki-Rolle. Man kann es an und für sich, ihr braucht ein sehr scharfes Messer dazu. Es gibt so Filetiermesser,
die ich ja natürlich nicht benutze, weil ich keinen Fisch oder kein Fleisch habe, das ich filetieren müsste. Aber für Makis super. Sind irrsinnig scharf und dann lässt sich das Algenblatt auch viel schöner durchschneiden. Ihr könnt es natürlich... Warte, ich zeig's dir dann noch einmal. Also wir werden unsere Makis ganz am Rand, schneide ich einmal einen geraden Strich meistens herunter. Dann habe ich meine kleinen Maki-Pflanzerl, die ich meistens in die Mitte von einem großen Teller stelle. Und also, das Tablett ist gewaschen, also ihr braucht euch keine Gedanken machen. Ich habe jetzt nur ein bisschen getropft. Ich zeig's dir gleich. Warte einen Moment. Also normalerweise ist das Überschuss. Wenn man einen großen Magen hat und nachher nicht mitessen möchte beim Maki-Essen, dann kann man den Überschuss gleich essen. Aber dann isst man den von 3 Röllchen und man ist so satt, dass man dann erst wieder Überschuss hat, den man am Teller stellen kann. Aber, um auf die Röllchenstücke zurückzukommen, ich stelle sie meistens in die Mitte, so als kleine Pflanze, und die restlichen Makis stelle ich dann rundherum. Ihr könnt in der Mitte auch das Ganze dann diagonal schneiden, dann habt ihr, einfach um das Ganze schön anzurichten, dann so kleine, ja, es schaut einfach zuckersüß aus. Oder ihr schneidet das Ganze eben in ganz normale kleine Stückchen, je nachdem, wie ihr das Ganze haben wollt, in kleine Stückchen und habt dann eure fertigen Karottenmaki. Ich liebe dieses Gericht nicht nur, weil es super lecker schmeckt, sondern weil man es gut vorbereiten kann. Das heißt, wenn man für Besuch bekommt oder für den nächsten Tag schon vorkochen möchte, ist das ein super Gericht. Einfach anrichten, in den Kühlschrank stellen, am nächsten Tag dann 2-3 Stunden vorher herausgeben, damit es nicht eiskalt ist und man sich die Zähne einfriert dabei. Schön anrichten, servieren. Und ja, was ich dazu gebe meistens ist Sojasauce und eine Wasabi ist grüne Krennwasser, also sehr scharf. Mit Gewürzen sollte man eigentlich ein bisschen weniger würzen, aber ab und zu ist ein bisschen Krenn gut, wenn man verschnupft ist. Ja. Also es ist nicht, man muss es nicht nehmen. Also sie hat den Vorteil, dass sie eh gut eingepackt ist mit den ganzen Karotten und in den Karotten haben wir ja viel Zitronensaft und der Zitronensaft schützt noch einmal. Also Elfi wird uns das jetzt da schön anrichten und vorher zeige ich dir nochmal, wie man das rollt. Also ich zeige es gleich da noch einmal vor. Das haben wir fertig. So. Entschuldige. Laut. So. Gut, also ich zeige euch das jetzt nochmal vor. Super, also Algenblatt, die erste Distanz haben wir schon geschafft. Unsere gute Karottenmischung, unsere ganz gesunde, figurbetonende Karottenmischung. Einfach in die untere Hälfte schön aufteilen. Das ist jetzt deine Vorführung. Du kannst dich auch da vorne hinstellen, wenn du willst. Also gut da unten. Gleichmäßig schön. Circa 2 Esslöffel, 3, soll sich schön ausgehen. So, schön aufteilen, schau, gut. Dann haben wir unsere Füllung. Eine Frühlingszwiebel, eine Gurke,
viel Avocado und 2 Stück Räuchertofu. Das Ganze in der Mitte schön aufteilen, von jedem etwas. Wenn du zu Hause das Ganze machst, kannst du Paprika reintun oder Tomaten oder... Okay, also wir brauchen nicht sparsam sein. Gut aufteilen. Willst du es gleich selber probieren? Ja, das hätte ich vorgeschlagen. Einmal drüber klappen, mit den Fingern schön festhalten, genau. Dann am besten die Bambusmatte da gleich so ein bisschen schön drüber. Ganz, warte, ganz. Da mit den Fingern reingreifen. Schön drüber klappen. Da kannst du ruhig andrücken. Genau. Stopp. Okay, das geht ganz Stopp. Schwer. Stopp. Will noch wer probieren? Stopp. 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 Und jetzt kommt unser Wasser. Ja. Noch ein bisschen mehr Wasser. So, und jetzt fertig zusammenrollen. Na, das passt schon. Und wenn ihr das Wasser drauf tut, schnell zusammenrollen. Wenn ihr das Wasser dann zuerst einmal mit dem Algenblatt stehen lasst, dann wird es ganz weich und dann will es nicht mehr picken. Und jetzt mehrere davon? Genau, mehrere. Ganz viele. Aber ich werde, glaube ich, auf der Seite dort zusammendrücken. Wir werden das da auf die Seite hinstellen. Warte, ich gebe dir das da wieder hinüber. Wenn du das erste Mal das zusammenrollst, schau, dass du gleich alles einklappst. Damit du dann nur noch, wenn es einmal herumgeklappt ist, also einmal ganz herumklappen und mit den Fingern schön das Ganze so hineindrehen und dann kannst du fest zusammenrollen. Und wenn ihr das Algenblatt hat 2 Seiten, das heißt eine glatte Seite und eine, die ein bisschen rau ist. Ich mache so, dass die raue Seite immer oben ist. Ich hab noch nicht festgestellt, ob es einen Unterschied macht, aber so mache ich das halt immer. Also, unsere Makis. Wir haben jetzt unten im Kühlschrank ein Schlagcreme stehen. Bitte. Gut, unsere Muffins. Jetzt schaue ich noch schnell, dass das da ein bisschen schöner ausschaut. Ich habe mitgenommen, ich hoffe, ich finde es. Super, gefunden. Ich habe euch heute meine Lieblingsspritztüllen mitgenommen. Also, Moment. So. Ihr könnt, wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, auch... Man kann professionelle Spritztüllensäcke kaufen. Aber bei mir wird immer das verwendet, was zu Hause ist. Und deswegen nehme ich immer Tiefkühlsäcke. Super. Dankeschön. Mein Mucki da ein bisschen zudecken. So. Also für unsere Karob-Creme. Unsere Schokolade. Schon fertig? Wow, ich bin begeistert. Ah, Spitze. Also stell es einmal daher. Du brauchst eh nicht den ganzen Platz da, gell? Ich zeige euch jetzt schnell den Käse. Wir werden es dann nachher eh noch verkosten. Ihr bitte an, zumindest. So. Obwohl, magst du mir da hinten schnell angreifen? Da in der Ecke und das Ganze ein bisschen hochheben. So, super.
Also, er lässt sich ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, aber er ist wirklich, also er hat mich überzeugt von der Konsistenz. Wir werden das da jetzt, lass das da drinnen. Dankeschön. Bist du Marki Rolber? Okay. Okay. Elfi, geht's dir gut? Haut das hin? Also unsere Käse-Makaroni, die dürfen da jetzt ein bisschen stehen. So, unsere Creme. Unsere Creme. Meine Töpfe. Ah, super. Wir haben, ich nehme, also ich habe euch vorher schon gesagt, Sojaschlagcreme. Es gibt einen Unterschied zwischen Sojacuisine oder Sojacreme, Sojasahne und Sojaschlagcreme. Die lässt sich ganz toll aufschlagen. Die Sojacreme, also die normale Sojacuisine nicht. Ihr könnt bei der normalen Sojacuisine auch noch so viel Sahnesteif dazugeben. Es wird kein Schlagobers werden oder keine Creme. Also ich liebe diese Schlagcreme, weil sie einfach ohne E's auskommt. Ich habe sie jetzt in den Kühlschrank gestellt. Das hat den großen Vorteil, dass sie schon fest geworden ist. Ich werde jetzt einfach nur die überschüssige Flüssigkeit weggießen, wenn noch eine drinnen ist. Da einfach. Okay, war keine drinnen. Passt. Das Ganze dann. Wo ich sie kaufe? Ich habe sie im Reformhaus gekauft und jetzt kaufe ich sie bei der Elfi, weil dort ist sie billiger. Außerdem kaufe ich den Rest auch bei der Elfi und dann muss ich nicht in ein anderes Geschäft. Normal im Reformhaus. Wenn ihr seht, dass es sie gibt, dann würde ich sagen, schlagt zu. Ich habe letztens 3 Monate darauf gewartet, dass sie endlich wieder lieferbar ist. So. Also, Schlagcreme. Dann, was noch wichtig ist bei einer guten Cupcake-Soße, Sahnesteif. Hoppala. Das Ganze aufschlagen. So. Sahne steif. Das ist Speisestärke. Und was ist noch drin? Meistens Speisestärke. Also man kann theoretisch, wenn man keine Sahnesteif zu Hause hat, auch Speisestärke verwenden. Oder Gurkenmehl. Aber ich mag Gurkenmehl vom Geschmack, würde es für mich nicht ganz so passen. Also das Ganze aufschlagen. Es ist wirklich, passt. Man kann noch Agavensüße dazu geben, würde ich aber nicht nachsüßen, weil sie ist ohnehin süß. Und ihr könnt, es gibt von der Firma auch noch eine Reis- oder eine Kokos-Schlagcreme, auch sehr zu empfehlen. Im normalen Reformhaus. Das heißt, ich glaube, es gibt sogar bei Alnatura im Laden, beziehungsweise bei Dance gibt es sicher, oder beim Vegans. Oder in eurem Lieblingsreformladen um die Ecke. So. Jetzt geben wir noch unsere
Ah ja, dankeschön. Ich nehme die dann, die zum Kosten. Die großen. Also unsere flüssige Schokolade dürfen wir da jetzt hineingießen. Das Ganze noch einmal cremig aufschlagen. Und sie ist fertig. Ich werde das Ganze jetzt noch in einen Spritzbeutel füllen und unsere Cupcakes damit dekorieren. Das heißt, einfach. Schere haben wir keine, gell? Schere? Schere? Kommt schon. Ich habe jetzt ein paar Spritztüllen mitgebracht. Man kriegt sie eigentlich überall. Bei der Creme hat man den riesen Vorteil, man kann die Creme natürlich auch mit Marmelade, dass man einen Löffel Marmelade reintut oder wenn man tiefgefrorene Himbeeren oder Früchte hat, einfach vorher die tiefgefrorenen Früchte einmal durchpürieren und dann dazugeben. Bei den Früchten ist allerdings, wenn man sie dann durch den Spritzbeutel gibt, immer die Gefahr, dass die Fruchtstücke dann stecken bleiben und man sich dann ärgern muss, weil man keine schöne Creme zusammentränkt. Aber bei der Karob-Creme hat man den Vorteil, man kann irrsinnig schöne Verzierungen machen. Ihr werdet das jetzt nicht so schön sehen, aber da kann man sich richtig austoben. Ah, super, dankeschön. So, also Tiefkühlbeutel, ein kleines Eckchen abschneiden. Wenn ihr keine so Spritzteile zu Hause habt und das ganz provisorisch machen wollt, könnt ihr auch einfach nur ein kleines Spitzerl von dem Tiefkühlbeutel abschneiden und dann habt ihr einfach nur eine stinknormale Creme. Also auch möglich. Ich werde das Ganze jetzt aber mit meinen Spritzbeuteln dann machen. Also einfach Creme hineinfüllen. So. Das hat es mir da nicht gut gemischt. So, jetzt aber schön hineingeben. Hinten gut festhalten bzw. eindrehen, damit euch hinten das Ganze nicht wieder herauskommt. Also sehr zu empfehlen. Dann haben wir hier unsere Muffins. Schau, das mag mich nicht. Ah, dankeschön. Und das Ganze nach Lust und Laune dekorieren. Wir haben dann noch Haselnüsse, was natürlich gut dazu passt. Und fertig. Irgendwo haben wir noch unseren schönen Teller. Da werden wir das Ganze dann schön anrichten. Ich werde jetzt da mal kurz ein paar machen. Man kann natürlich nach Lust und Laune dekorieren, wie es einem Spaß macht. Ich werde euch jetzt noch zwei andere zeigen,
damit ihr einfach seht, dass die Schlagcreme wirklich zum Dekorieren auch super geeignet ist, wo man wirklich schöne Verzierungen machen kann. So, wo ist mein Loch? So. Dieser Aufsatz hat einfach den Vorteil, dass ich die Spritzthüllen wechseln kann. Und nicht bei dem zum Beispiel müsste ich jetzt das Ganze rausnehmen und wieder ein neues Sackerl füllen, wenn ich es zwischendrin ändere. Bei dem brauche ich nur das oberste Teil runterschrauben und kann das dann alles ändern. So. Ihr könnt, wenn ihr da natürlich ganz, ganz, ganz viel Masse dann drinnen habt, ich habe jetzt nur ein bisschen eine Creme hineingegeben, oben dann mit einem so einem Abbinder zumachen, damit ihr dann wirklich vorne dann schön Zeit habt und euch auf vorne konzentrieren könnt. Da hinten dann abbinden. So. Jetzt zeige ich euch mein Lieblings. Ich weiß nicht, ob ihr das da jetzt dann schön sehen könnt. Wo ist? Das heißt, man kann dann wirklich irrsinnig schöne Muster machen. Je nachdem, welche Spritztülle man zur Verfügung hat. Also eine super Creme, wenn man super schöne, man kann es natürlich auch als Tortencreme verwenden oder wenn man Schriften machen möchte. Ja, also wir werden da alles dann schön anrichten. Ich zeige euch nochmal, was wir gemacht haben heute. Also ihr habt... Ich fange mit der Nachspeise an. Karob-Schokolade. Die dürft ihr dann alle dann durchkosten. Dann haben wir unsere Haselnuss-Karob-Muffins mit unserer Karob... Glasur, nein, unsere Karob-Creme, Cupcake, dann haben wir unsere Vollkorn, ich hoffe, sie sind noch warm, unsere Mac and Cheese, also unsere Käsenudeln, unsere veganen, dann haben wir unsere Tomaten-Mozzarella und bevor ich es vergesse, werde ich euch jetzt noch meinen persönlichen Zitronentipp verraten. Ihr könnt auf das Tomatenmozzarella dann noch Knoblauch drauf tun oder Olivenöl drüber tröpfeln und ich rate euch ab, dass ihr Balsamico-Essig drauf tut. Nehmt besser eine tiefgefrorene Bio-Zitrone, das heißt, wo ihr die Schale verwenden könnt, und treibt es drüber. Ihr könnt dann auch noch ein bisschen Saft drüber gießen. Die tiefgefrorene Zitrone hat den Vorteil, wenn ihr sie raspelt, ihr hört das schon, sie lässt sich wirklich gut raspeln. Wenn ihr eine nicht tiefgefrorene Zitrone habt, entweder gerade, dass ihr die Schale abbekommt, und dann kommt ihr schon zum Fruchtfleisch, dann geht es sich nicht mehr reiben. Wenn sie tiefgefroren ist, könnt ihr richtig schön drüber raspeln. Und das Gute daran, ihr kommt auch zum weißen Teil der Zitrone und gerade im weißen Teil sind die guten, wichtigen Stoffe drinnen. Das heißt,
in der Schale, ihr kriegt die gesamte Schale. Ihr könnt auch die gesamte Zitrone verreiben. Das heißt, dann auch das Fruchtfleisch noch mitreiben. Und wenn ihr die ganze Zitrone, werdet ihr natürlich nicht draufreiben müssen. Dann gebt ihr sie einfach wieder in den Tiefkühler zurück. Das nächste Mal holt ihr sie wieder raus. Schaut aber, dass ihr sie nicht zu lange heraus habt. Ich nehme sie immer kurz vorher raus. Raspel, raspel, raspel. Schnell wieder in den Tiefkühler. Aber das ist mein persönlicher Tipp für euch, wenn ihr Zitrone und Schale benötigt. So, wir werden da jetzt noch ein bisschen. Ich werde dann Knoblauch dazustellen für alle, die gerne Knoblauch draufstreuen möchten. Und was wir noch haben. Sind unsere Karottenmakis. Also, ich hätte sie anders angeordnet, aber ich denke, sie schmecken sehr gut. Wir werden das jetzt dann nachher noch fertig anrichten und schön auf Tellern anrichten, damit ihr das dann alles durchkosten könnt. Ihr könnt die Rezepte. Okay, super, passt. Das war's von meiner Seite. Also, wir werden dann circa noch 10 Minuten brauchen, bis wir alles hergerichtet haben. Dann können wir das Ganze durchkosten. Danke, dass ihr alle gekommen seid.